Und freust du dich auch auf die WM? Guckst du dir die WM an dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall, die Deutschlandspiele. Na klar, auf jeden Fall. Muss man ja, ne? Gehört dazu. Ja, klar. Und du? Bestimmt. Ja. Nein. Ja, auf jeden Fall. Also scheinbar, ne? Sieht so aus. Ja, wir schauen uns die Kerle an, ne? Beim Fußball. Verfolgen wir das Spiel nicht so sehr. Für welches Land sind Sie? Ja, für Deutschland. Deutschland natürlich. Ja, natürlich auf Deutschland. Deutschland und Italien. Brasilien. Keine Ahnung, Schalke oder so. Oder Deutschland. Und wo macht ihr das so? Zu Hause, dann hier im Beach, der ist ja im Sommer hier. Keine Ahnung, im Freibad beispielsweise unter anderem. Da fand ich es halt ganz nett. So von der Atmosphäre ist immer ganz cool. Oder Schüko Arena, je nachdem, was es so anbietet. Bei uns zu Hause auf dem Beamer. Ja, sind wir da auf dem Beamer. Ja. Sind wir da auch alle eingeladen? Alle. Alle sehen auf jeden Fall. Und wen findest du am hübschesten von den ganzen Fußballspielern? Cristiano Ronaldo natürlich. Also bist du auch dieses Jahr für Spanien? Portugal. Schweinsteiger, Kroos, Götze. Ja, Götze ist ganz gut. Erklär uns doch mal ein Abseits. Fuchs. Ja, Abseits ist, wenn Mannschaft A auf das Tor läuft, was auf was hinschießen will, und einer der Mannschaft A zum Zeitpunkt des Zuspiels nur ein Spieler der gegnerischen Mannschaft hinter dem Ball steht. Steht der Typ im Abseits? Okay. Vor dem Ball steht. Um es jetzt mal versuchen, so kurz und knapp. Also ich bin Fußballer, ne? Also das ist die Angie, die feiert da gerade ein Tor. Könnt ihr mal vormachen, wie ihr ein Tor feiern würdet? Ja! Holland, Holland! Wer ist das? Das ist der Dortmunder Nationalspieler. Und zwar, jetzt fällt mir der Name nicht an, wieso nicht? Wer ist denn das? Mesut Özil. Bzzz. 3, 2, 1. Hummel! Herr Hummel, genau. Das ist ein ganz frecher. Das, oh Mann, ich wollte eigentlich was essen. Ich unterzuckere, mein Kopf funktioniert nicht so. Das ist der Biber, der spielt aber auf der Bühne. Welchen dieser Fußballspieler finden Sie denn am attraktivsten? Ich? Ja, Sie auch, wenn Sie wollen. Nee. Das soll ich jetzt beantworten? Ja. Ja. Ihr Hummels. Nee, wer ist das denn? Das ist der Hummels. Kenn ich nicht. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste, ene mene Mac und? Ja. Ich bin für Hummels, ganz klar. Ich auch. Podolski hat aber auch einen guten Körper, oder? Ja, aber guck dir mal seinen Körper an. Ihr wartet also auf den Trikottausch. Ja, genau. Das ist der beste Part überhaupt. Herr Jäger, wie bereiten Sie sich denn für die WM 2014 in Lemgo vor? Erstmal stellen wir viele Getränke kalt. Aber wir haben einfach eine große Party vor. Wir rechnen mit bis zu 4000 Menschen auf einem sozusagen bisher noch nicht genutzten Platz in der Stadt. Da sind wir froh, dass Bauaufsicht, Polizei, Feuerwehr grünes Licht gegeben haben, dass wir auf dem Platz irgendwie OWLs größtes Public Viewing durchführen können. Dank des TBVs Lemgos, die sind jetzt ja dann in der Sommerpause, wenn die WM startet, können wir die LED-Wand aus der Lipperlandhalle abschrauben und auf dem Langenbrücker Torparkplatz dann montieren in einem riesen Gerüst, sodass wir gut vorbereitet sind, am 16. Juni mit dem ersten Spiel starten zu können.